Die Geister der Ruine Beilstein. Kommissar Ron Dingler blickte nachdenklich auf die Ruine Beilstein, die sich vor ihm in der Morgendämmerung erhob. Der erfahrene Ermittler aus Landstuhl, bekannt für seine Expertise im Bereich des Paranormalen, war hierher gerufen worden, um eine Serie mysteriöser Verschwinden aufzuklären. Seit Wochen verschwanden Menschen spurlos in der Nähe der alten Gemäuer. Spaziergänger, Jogger, Pärchen auf nächtlichen Parkplätzen. Die örtliche Polizei stand vor einem Rätsel. Dingler wusste, dass dies kein gewöhnlicher Fall war. Sein letzter Einsatz in Kaiserslautern, wo er einen verfluchten Zombie auf einem alten Friedhof im Eselsbachtal zur Strecke gebracht hatte, lag noch nicht lange zurück. Doch diesmal schien er es mit einem noch mächtigeren Gegner zu tun zu haben. Die Ruine Beilstein, erbaut im Jahre 1237, hatte eine düstere Geschichte. Zuletzt war sie von Raubrittern bewohnt gewesen, die Händler und Wanderer überfielen. Doch das war nicht alles, wie Dingler bei seinen Recherchen herausgefunden hatte. In alten Klosterchroniken stieß er auf Berichte, wonach die Raubritter versucht hatten, ihre Feinde mit Hilfe des berüchtigten Necronomicons zu verhexen. Das Ritual war offenbar schiefgegangen, mit fatalen Folgen, wie es schien. Vor kurzem hatten Kinder einen verborgenen unterirdischen Eingang zur Ruine entdeckt. Die dort gefundenen Skelette und alten Ritterrüstungen waren ins Stadtmuseum von Kaiserslautern gebracht worden. Seitdem häuften sich die mysteriösen Vorfälle. Dingler war überzeugt, dass ein Zusammenhang bestand. Mit seiner mit Silberkugeln geladenen Pistole und einem speziellen Kreuz aus Jerusalem bewaffnet, das er auf einer Pilgerreise gefunden hatte, machte sich Dingler auf den Weg zur Ruine. Er wusste, dass Geister schwerer zu bekämpfen waren als der Zombie im Eselsbachtal. Irgendwo in der Ruine musste sich etwas befinden, das die Ritter als Geister an diesen Ort band. Vermutlich das Necronomicon selbst. Der Eingang, den die Kinder entdeckt hatten, war inzwischen wieder zugemauert worden. Mit einem schweren Vorschlaghammer brach Dingler die Mauer auf und betrat den unterirdischen Raum. Nach langem Suchen entdeckte er einen versteckten Schalter, der ein geheimes Fach in der Wand öffnete. Darin lag ein altes Buch mit Ledereinband und roter Schrift. Zweifellos das Necronomicon. Da er die Sprache nicht entziffern konnte, rief Dingler widerwillig die Geisterjäger Jerry und Patrick zu Hilfe. Jerry, ein Experte für alte Sprachen, mit Zugang zu okkulten Schriften im Dark Web, fand heraus, dass der Fluch nur bei Vollmond direkt unter der Ruine aufgehoben werden konnte. Genau dann, wenn die Geister am aktivsten waren. Die drei Männer trafen sich in der geheimen Basis der Geisterjäger im Wald, rüsteten sich aus und machten sich auf den Weg zur Ruine. Noch bevor der Vollmond aufging, spürten die ruhelosen Geister ihre Absichten. Ein erbitterter Kampf entbrannte, doch schließlich gelang es ihnen, in den unterirdischen Raum vorzudringen. Jerry begann, aus dem Necronomicon vorzulesen. Plötzlich erfüllte ein greller Blitz den Raum, begleitet von ohrenbetäubendem Donner. Ein beißender Geruch nach verbrannter Erde hing in der Luft. Dann wurde es still. Die drei Männer beschlossen, das gefährliche Buch zu verbrennen, um weiteren Missbrauch zu verhindern. Als sie die Ruine verließen, war die Nacht friedlich und still. Am nächsten Tag erfuhren sie, dass die ausgestellten Skelette im Museum verschwunden waren. An ihrer Stelle fanden sich nur noch kleine Aschehäufchen. Nur Dingler, Jerry und Patrick wussten, was wirklich geschehen war. Jerry führte im Dark Web weiterhin sein Tagebuch über paranormale Ereignisse. Doch die meisten Leser hielten seine Berichte für fiktive Horrorgeschichten. Für die drei Geisterjäger war dies nur der Anfang. Sie wussten, dass das Böse nie schlief und irgendwo schon das nächste Abenteuer auf sie wartete. Denn das Böse schläft nie, und das wissen die drei,